Ya Resulullah, vefa misin dey? Ya Resulullah, veliyim dey. Ya Resulullah, du fehlst uns. Dein wohlriechender Duft, deine sanften Hände, dein schamhafter Blick. Mit dir hat der Islam angefangen. Du hast dich für uns geopfert. Hast die Botschaft des Islam an die Menschheit getragen. Du hast schlaflose Nächte wegen uns gehabt. Du hast wegen uns gehungert. Du hast Dua für uns gemacht, obwohl du uns noch nie gesehen hast, ja Rasulallah. Ja Rasulallah, wir wollen dir aus unserem tiefsten Punkt des Herzens sagen, wie sehr wir dich lieben. Wir sind ohne dich aufgewachsen und werden ohne dich sterben. Du wurdest angefeindet, du wurdest bekämpft, du wurdest beleidigt. Ja Rasulallah, wisse eins, wir sagen dir das, was Sa'd ibn Mu'ad radiallahu an zu dir sagte. Wir glauben an dich und bezeugen, dass deine Botschaft die Wahrheit ist. Wir haben mit dir einen Bund geschlossen und dir versprochen, dass wir dir folgen und gehorchen werden. So ziehe, o Gesandter Allahs, wohin du willst, denn wir sind mit dir. Bei dem, der dich gesandt hat, selbst wenn du uns auffordern würdest, dieses Meer zu durchqueren, so würden wir es mit dir durchqueren. Und keiner von uns würde zurückbleiben. Ja, Rasulullah, du hast den Menschen innere Ruhe und die Liebe näher gebracht. Du hast die Menschen gerecht geführt. Ohne dich wäre der Islam nicht auf der ganzen Welt verbreitet. Du hast für deine Umma geweint, ja Rasulallah. Nachgedacht und wieder nachgedacht, um den Islam zu verbreiten. O Gesandter Allahs, unsere Liebe zu dir ist unbeschreiblich. Wir sehnen uns nach dir. Wir wollen dir unsere Loyalität zeigen. Wir wollen von dir geführt werden. Wir wollen dir unsere Liebe beweisen. Du wärst sicherlich traurig über den aktuellen Zustand deiner Umma. Du würdest viel weinen und wenig lachen. Du würdest Tag und Nacht für die Umma da sein. Ja, Rasulullah, wir wollen den alten Zustand der Umma wiederhaben. Wir wollen in Gerechtigkeit und Frieden leben. Wahrlich, du hast uns den Koran und deine Sunna hinterlassen, damit wir dir folgen. Die Umma aus dem Elend befreien. Von den Finsternissen ins Licht führen. Wir sagen dir mit Stolz, dass wir die Botschaft des Islam verkünden werden, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit verbreiten werden. O Gesandter Allahs, O Gesandter Allahs, möge Allah uns mit dir an Yawm al-Qiyamah auferstehen lassen. Möge Allah uns mit dir im Paradies vereinen. Bis bald, ja Rasulallah.